ein größeres Gebiet fahren. Ramin! Es klappt nicht mit dem Rammen, glaub mir. Sonst hätte ich es schon probiert. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Puh, okay, es hat funktioniert. Nee, Fortschritt wollte ich gar nicht. Wollte Fähigkeiten bauen. 3 Skillpunkte haben wir. Zur Freistellung würde ich Auto öffnen. Ich dachte, das habe ich schon. Das nehmen wir auch. Okay, das heißt, ich kann jetzt... Sehr gut. Das wollte ich. Oh. Wo soll ich denn jetzt hin? Auf alle Fälle nach rechts. Dadurch, dass das jetzt keine Schleich- und keine... Schießmission ist, würde ich sagen, machen wir das jetzt noch. So, die nächste rechts. Nee, ihr solltet euch vor Rasern in Acht nehmen, die sind hier echt schlimm. Ups. War nur ein Kratzer. Bürgersteige sind übrigens auch nur Abkürzung für Autos. Willkommen zurück. Ich spreche hier mit Charlotte Gardner, der Leiterin der PR-Abteilung von Bloom. Okay, Charlotte. Wir sprachen gerade über Privatsphäre.
Inzwischen gibt es überall in der Stadt Kameras. Überall. Die gehören doch zu CTOS, oder nicht? Die gehören zu unserer Abteilung Sichere Stadt. Es werden keine Daten gesammelt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Nun, es handelt sich um geschützte Informationen und jeder unschuldige Bürger, der seinem Tatwerk nachgeht, kann sich sicher fühlen. CTOS wacht über sie, stellt sicher, dass ihre Daten geschützt werden und ist bereit, die Polizei zu alarmieren, wenn ein Verbrechen geschieht. Charlotte, wenn das die Zukunft ist, was kommt dann? Wir arbeiten ständig an Neuentwicklungen. Wir haben aufregende neue Ideen für das CTOS und das Smart City Programm. Mehr dazu in den nächsten Monaten. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Wie komme ich denn darauf? Also ich muss jetzt quasi hier rüber, um dann hoffentlich irgendwie da hochzukommen. Das ist echt ätzend. Habe ich schon mal was über die Straßenführung erzählt? Ganz kotz. Jetzt muss ich ja eigentlich nur noch geradeaus fahren. Wobei ich finde, dass sich das Auto nicht so schön fahren lässt. Ich meine, ja, das ist schön schnell, aber... das gefällt mir nicht so richtig. Also wir sollten eventuell ein bisschen bremsen. Sind nämlich fast da. So, ich will den Wegpunkt haben. Praktische Tipps für jeden Tag. Bitte helfen Sie der Umwelt. Da ist er. Nimm 5. 5 Anmeldungen geschafft. Es gibt trotzdem noch viel zu decken. Ja, das habe ich gesehen. Pain Correctional Center. Seit fast 40 Jahren ist dieses geometrisch interessante Gebäude ein einzigartiges, aber imposantes Symbol für Recht und Ordnung in Chicago. Obwohl viele Gefangene versucht haben zu fliehen, konnte keiner von ihnen die Freiheit lange genießen. Ich selbst halte das Gebäude sogar für recht hübsch. Ja, okay. Zehnmal hier. Das ist im Buch. Weißt du was? Es gab einen Stromausfall beim Spiel. In Schale geworfen. Galen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Das Handy weg. Pack das Handy weg, Junge. Gut. Sonst nehmen sie es dir noch weg. Ja, ne? Schauen wir uns mal um.
Na, ist doch super. Guck noch mal bei dem, vielleicht geht der noch mal näher ran. Oder wir machen es so. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinchecken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Lauf, ausschalten. Toll. Oh. Okay, gut, da ich... Nein, da ich jetzt keine Lust drauf. So ein Scheiß, Alter. Ich mache eine Aufnahmepause. Bis dann.